herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Ja, mein heutiger Gast ist in Oftringen in der Nähe von Aarau zugeschaltet und es ist der George Antoniadis. George, ich begrüße dich ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hallo Christoph, schön, dass ich da sein darf. Ja, und ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, zusammen zu sprechen, weil du bist ja Unternehmer und Nummer 1 Macher, CEO und Dreambuilder und auch Podcast-Kollege. Und wie du mir gesagt hast, du veränderst Menschenleben. Und bei dir ist so das große Thema emotionale Souveränität. Ja, richtig. Und da freue ich mich mal auf deine Ausführungen im Sinne, wir werden kurz mal deinen Lebenslauf mal anschauen und deine Entwicklung anschauen und eben auch das, was du heute machst. Wie stellst du dich so in einem kurzen Satz neuen Menschen vor? In einem kurzen Satz, ja, dann ist es einfach, also dann nehme ich immer, sage ich oft, ja, ich helfe Unternehmer, bis sie Nummer 1 in der Nische werden, durch emotionale Souveränität. Sehr spannend, zu dem kommen wir natürlich dann auch gleich. Wie hat das Ganze mal begonnen? Was hast du mal ursprünglich gelernt oder auch studiert? Okay, damit die Leute mich auch verstehen, ich hole mal kurz aus. Ich bin, wie der Name schon sagt, griechischer Abstammung, also meine Eltern sind aus Griechenland eingewandert, die hatten nichts, haben in der Fabrik gearbeitet. Und da habe ich gesagt, hey Sohn, du musst gut in der Schule sein, damit du besseres Leben hast. Aber in der Schule war ich nicht so besonders gut. Es wollte, dass ich Medizin studiere, aber da war ich nicht so gut. Und dann habe ich Handelsdiplom mit der Schule abgeschlossen und habe mich damals schon mit Musik befasst, interessiert. Ich bin an Konzerten gefahren, hat extrem begeistert von der Live-Atmosphäre, von diesen Live-Bands. Und da habe ich angefangen, diese aufzunehmen. Diese Konzerte waren natürlich nicht so, also erlaubt war es nicht. Also man durfte sie nicht verkaufen. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil es war schon ein geiles Gefühl, der Einzige weltweit zu sein von diesem Konzert, wie Lenny Kravitz im Volkshaus oder Simple Minds damals, Depeche Mode, U2, Rolling Stones. Das war schon geil, weltweit der Einzige zu sein. Das hat mich extrem bedeutend gefühlt. Da haben sie mich aber dann, ich war dann einer der Größten, habe dann angefangen zu tauschen weltweit. Damals gab es noch kein Internet und hatte rund 2000 Konzertmitschnitte weltweit gesammelt. War schon cool. Und da haben sie mich einmal erwischt, und weil ich Student noch war damals, habe ich gesagt, hey, jetzt nächstes Mal wird es ziemlich teuer. Ich so, okay, ich muss da das Konzept ändern. Ich habe damals auch mein Studium, also ich war da 17, 18 Jahre alt, oder? Und dann habe ich abgeschlossen mein Studium, dann habe ich angefangen mit Wirtschaftsinformatik zu studieren und mein Cousin zweiten Grades hat eine Bar eröffnet, einen Club, einen kleinen, und dann hat er mich gefragt, hey, hast du Lust aufzulegen als DJ? Ich sagte, cool, mega cool. Da habe ich dort angefangen, das war mega, weil ich war schüchtern, ich war mitten im Geschehen und ich konnte Menschen begeistern, also ich habe mich extrem bedeutend gefühlt. Und dann wurde ich ziemlich bekannt, also meine Musik kam sehr gut an und habe nebenbei noch studiert, Wirtschaftsinformatik studiert. Und ein Freund von mir, ein Bekannter von mir hat dann angefangen, Partys zu organisieren, hat mich dann gebucht als DJ. Und da habe ich ihn unterstützt, wie er das organisatorische Marketing machen kann mit Flyers verschicken, automatisieren, also mit Serienmails, Serienbriefe damals zu erstellen, verschicken. Er war der Typ an der Front, Technik hatte gar keine Ahnung, ich habe ihn da unterstützt. Dann habe ich gesagt, komm, lass uns mal eine große Party organisieren. Und dann habe ich gemerkt, hey, mega gut funktioniert. Und da habe ich gemerkt, hey, diese Branche liegt brach. Ich habe damals noch gut verdient, in einem anderen Job, war dann Buchhalter und Qualitäts-EDV-Verantwortlicher und habe super gut verdient für mein Alter, 27 war ich dann. Und dann habe ich aber gesehen, hey, da liegt eine Branche brach. Wie ein Elfmeter ohne Torhüter. Und dann war da für mich der Punkt zu entscheiden, okay, was mache ich jetzt? Baue ich da diese Eventagentur auf mit meinem Geschäftspartner oder nicht? Und da kam das erste Mal diese Emotion dazwischen. Also der Verstand hat gesagt, hey, ist ja No-Brainer, mag das. Aber meine Emotion hat mich daran gehindert. Und was war das? Wegen meinen Eltern das zu sagen. Sie haben ihr Leben aufgeopfert, damit wir ein besseres Leben haben. Und dann zu sagen, hey, ich kündige einen super Job und gehe ins Nachtgewerbe, in die Eventbranche rein.
Das war für mich eine riesen Überwindung. Und da habe ich gemerkt, wie ich mich diese Emotion zurückgehalten hat. Verstand, fragt ja, spinnst du, ist ja easy. Da sind wir wieder beim Thema Berufung, oder? Was ruft dich? Den Ruf zu folgen. Und das war noch interessant, weil ich auf einer Esoterik-Messe in Zürich, da habe ich mich auch mit Spiritualität beschäftigt, schon mit 24 habe mich damit beschäftigt. Und da war ich bei einer Handleserin. Und da hat sie mir die Hand gelesen und gesagt, ja, es soll nicht so streng zu mir sein. Da kam schon mit meinen ersten Tränen. Da hat sie gesagt, wenn du in 40 Jahren zurückdenken würdest, was würdest du dir dann sagen? Was habe ich für die anderen gemacht und was habe ich für mich gemacht? Und das war für mich dieses Bäm. Und dann, da habe ich mich wieder an diesen Satz erinnert. Ach, ich habe wieder Hühnerhaut. Boah. Ja, das war sehr emotional. Und auch jetzt wieder bewegt es mich, weil ich gemerkt habe, dass ich oft bis 27 wollte es allen recht machen. Ich konnte nicht Nein sagen. Und dann zu meinen Eltern zu sagen, okay, ich mache mich selbstständig in diesem Bereich, das war für mich eine riesige Herausforderung, emotional. Die haben es nicht verstanden, die waren es nicht so cool. Und das Lustige war, sie waren immer stolz auf mich. Aber sie haben nie gesagt, hey, bravo Junge, nie, auch heute noch nicht. Echt krass. Und dann ging es los. Alle haben gesagt, ja, spinnst du, Eventagentur, das geht noch 3 Monate, dann wird noch ein Club übernommen in Aarau. Und dann auch die No Angels, waren die ersten, die No Angels in der Schweiz hatten. Da haben wir auch draufgelegt, 85.000 einem Wochenende, also in 2 Wochenenden kumuliert. Und die Leute haben uns gesagt, ja, es geht keine 3 Monate. Aber am Schluss, ja, haben wir 180 Teilzeitangestellte gehabt und 16 Festangestellte, haben 300 Events pro Jahr durchgeführt, waren wirklich Marktführer. Wir sind mit unseren Partys on Tour gegangen, ganz Deutschschweiz. Wir waren wirklich Vorbild für viele. Wir haben wirklich Maßstäbe gesetzt. Da kam die Fachhochschule auf mich zu, gesagt, hey, der war ja bei uns Student. Der hat dann noch ein Masterstudium gemacht, Corporate Communication, habe ich auch gemacht. Und dann später auch eine Coaching-Ausbildung. Und da kam immer die Fachhochschule auf mich zu und gesagt, hey, vom Student zum DJ zum Multipreneur. Geil draufhängen. Hast nicht Lust, Vorträge zu halten, andere Studenten zu inspirieren. Habe ich dann angefangen, sehr cool. Da war ich als Redner da eingeladen. War sehr cool. Da haben sie mich gefragt, hey, willst du nicht noch unterrichten? Ich sagte, ja, mache ich. Da habe ich angefangen, über Entrepreneurship zu unterrichten, wie wir das gemacht haben, inspiriert. Und so kam ich rein, da habe ich gemerkt, das gefällt mir sehr. Und dann hat sich das mit der Eventbranche, hat sich etwas verändert, das ganze Nachtleben. Die Leute kamen früher, wo ich angefangen habe, wegen den Leuten kennenzulernen, wegen der Musik. Und heute ist die Musik und das Kennenlernen auf dem Handy verlagert. Also es ist also nicht mit diesem Spirit, wo es früher war. Das früher lag schon am Mittwoch, lag schon 6 in der Luft. Aber das hat sich extrem verändert. Und da habe ich gemerkt, hey, es erfüllt mich nicht mehr. Dann wird das heruntergefahren und dann habe ich mich gefragt, was mache ich dann? Da kam die Fachhochschule auf mich zu, willst du nicht Startups coachen? Und gleichzeitig habe ich mir überlegt, hey, was würde Apple machen grundsätzlich? Und Apple nimmt nichts anderes als eine Branche, die verstaubt ist und tut es emotionalisieren. Da wollte ich Naturkosmetik entdeckt. Da habe ich angefangen zu sammeln, zu recherchieren, habe dann Lieferanten gefunden, habe meine eigene Bodylotions gemacht etc. Und da bin ich wegen meinem Lieferanten nach Deutschland, wegen Verpackungslieferant. Und dort habe ich ein Tee-Konzept entdeckt. Und ich, so naiv wie ich war, hey cool, wo bekomme ich das in der Schweiz? Ich sagte, ja, wir suchen schon einen guten Partner in der Schweiz. Ich sagte, voilà, da bin ich. Da habe ich mich beworben. Und sie, was will der mit Tee? Der ist DJ und Veranstalter, gar keine Ahnung vom Betrieb. Ich sagte, ja, aber wenn ich als Nicht-Tee-Trinker das cool finde, das sicher noch 1000 andere auch. Ich sagte, ja, soll mal anfangen. Habe ich angefangen. 3 Wochen später habe ich eben dann Naturkosmetik auf die Seite gelegt. Gesagt, hey, dafür mache ich das. Das Produkt ist schon fertig. Starte ich und nach 3 Wochen kam der Globus auf mich zu. Hey, wir wollen das. Und die Deutschen, wie machst du das? Ich sagte, ja, weitere Empfehlung ist meine Strategie. Emotionalisieren.
Und dann haben wir innerhalb von 2,5 Jahren, also da habe ich noch eine Person noch eingestellt, die mich unterstützt hat, die war so Fan, gesagt, hey, geil, George, komm, ich will mit dir zusammenarbeiten. Ich sagte, ja, lass uns starten. Und dann haben wir innerhalb von 2,5 Jahren 250 Vertriebsstandorte aufgebaut und das Mutterhaus in Deutschland überholt. Mhm. Wow. Und wir sind ja 12-mal kleiner oder 16-mal kleiner, die Schweiz, aus Deutschland. Und ja, wie hast du das geschafft? Friends Counting, also wir haben Freunde gewonnen, wir haben das Produkt emotionalisiert. Und da habe ich gemerkt, ich bin da nicht mehr vorwärts gekommen, wir sind stagniert, ich war da unzufrieden. Und dann bin ich auf ein Führungscoaching-Seminar in den Grand Canyon. Weil ich dachte, ich kann nicht führen. Dann ohne Handyempfang, du warst jetzt auch mit Digital Detox unterwegs, ohne Handyempfang habe ich gemerkt, hey, wow, was mit mir gemacht hat. Dann habe ich gefragt, ja, lebe ich mein Leben, das ich leben möchte? Dann habe ich gemerkt, ich habe eine äußere Freiheit, ich habe Geld, kann tun und machen, was ich will, ich kann in Urlaub, ich habe ein Haus, habe ein Auto, alles fein, aber ich habe keine innere Freiheit. Also ich arbeite mit Menschen zusammen, die mir Energie rauben. Und dann kam wieder der Konflikt auf mit dem Mutterhaus in Deutschland. Weil sie war so managerorientiert, prozessorientiert, businessorientiert und ich war mehr emotional orientiert. Und ich habe gemerkt, hey, ich habe zu wenig Marge. Ich brauche mehr Marge, um zu wachsen. Und ich bin da nicht in den Konflikt rein. Also ich hatte Angst, dass sie sagt, nee, du kriegst nichts. Das hast du ja schon gesagt, es gibt nicht mehr Marge. Aber ich habe mich emotional blockiert. Also ich habe dann gemerkt, mein Engpass war nicht mein mentaler Engpass, sondern meine Emotionen. Da sind wir bei dem Thema emotionale Souveränität. Ich war meine Emotionen nicht souverän, also ich war nicht ehrlich mir gegenüber. Ich hatte Angst vor Ablehnung, Angst, dass ich dann mein Gesicht verliere. Das war meine größte Angst. Deshalb bin ich nicht in den Konflikt rein. Also in Konflikt meine ich nicht, um zu streiten, sondern das Thema dort zu lösen, wo es auch ist. Ich habe 2 Jahre, habe mich da rumgedruckst. Und dort in Grand Canyon wurde mir das bewusst. Und da war ich so verändert zurückgekommen und meine Partnerin gesagt, hey, was ist mit dir los? Du redest in Zeitlupe, du bist so emotional. Ja, nicht gut. Doch, doch. Das war so das Ego. Aber jetzt ganz anders. Und da habe ich mich gefragt, kann ich dieses Grand Canyon Feeling, diese 3 Wochen auch eine Woche komprimieren als Coach? Weil ich wollte das auch anderen Menschen zugänglich machen. Das war immer so mein roter Faden, wenn ich etwas habe, dann will ich es auch anderen zugänglich machen. Ich habe mich gefragt, hey, kann ich das in einer Woche komprimieren? Ich sagte, okay, ich könnte das vom Coach her, ich habe diese Ausbildung, ich könnte das von den Fähigkeiten. Dann was braucht es? Okay, es braucht Stille, weg vom Alltag und geführtes Coaching. Da hatte ich eine Idee mit Mallorca. Da sagt eine Freundin, du, Mallorca, warum Mallorca? Warum du als Grieche, wieso nicht Mykonos? Bam. Und ich wollte ja ein Jahr später das Camp machen. Das war so Feuer und Flamme. Ich habe es dann 3 Monate später, also ein Jahr zuvor, gleich umgesetzt. Also das war im Juni. Und im September habe ich dann die Location gebucht. Und da habe ich auch gemerkt, wenn ich etwas dafür brenne, da geht es ruckzuck. Bei den Emotionen, oder? Und ich wusste nicht damals, interessiert sich jemand dafür, das Thema innere Freiheit? Und er kann nicht das. Und dann habe ich das ausgeschrieben, nach 5 Wochen war es ausgebucht. Und da war meine Partnerin dort dabei, die hat das ganze Rahmen gemacht, mit dem Morgenritual, Morgenroutine mit Sport, Yoga, Meditieren, dann mit dem Essen, gesundes Essen, das ist auch sehr wichtig für uns. Da hat er auch eingekauft und hat mich auch dort das erste Mal als Coach erlebt. Und dann kam sie zurück, hat sie mir gesagt, hey, wir gehen nach Hause und du machst was anderes. Und dann habe ich die Leute auch gesagt, das musst du weiter raustragen. Da habe ich angefangen, diese Camps zu machen. Und dann habe ich dann irgendwann mal mich gefragt, okay, als ich im Tee-Business noch war, habe ich noch Pakete gemacht an einem Sonntagabend. Da war draußen noch 30 Grad mit Michael und meinen Partnern Pakete gemacht. Da habe ich mich gefragt, angenommen, für die neue Saison angenommen, ich müsste meinen Umsatz verdoppeln. Ich möchte meinen Umsatz verdoppeln, angenommen, ich möchte das, was braucht es für Ressourcen, was bleibt übrig und wofür? Da habe ich gemerkt, no,
Also dann angenommen, ich würde diese Zeit investieren, um das zu machen, wofür ich brenne, was meins ist. Also ich hatte immer diese Wertekonflikte auszutragen mit Deutschland, mit dem Mutterhaus. Da hätte ich eine ganz andere Energie. Und da hatte ich gekündigt in der Zusammenarbeit, obwohl ich extrem viel Lagermaterial noch hatte, war mir aber egal im Moment. Ich sagte, ich will nicht das Sklave sein von etwas, was ich dann später bereuen würde. Ich habe nur auf diese Karte gesetzt, Coaching, Retreats durchzuführen. Und ja, so habe ich mich voll auf diese Karte gesetzt, dass ich Leute emotional befreie. Weil ich gemerkt habe, es mentale Blockade ist das eine, ich gehe nicht, ich weiß nicht, aber Emotionen sind so kräftiger. Okay. Das heißt, das ist auch deine heutige Haupttätigkeit sozusagen. Ja, richtig. Diese Camps zu veranstalten, diese Retreats zu machen und die Menschen da zu befreien. Auf genau. Und jetzt noch, ich verändere Menschenleben, um das noch abzuschließen. Ich bin jetzt Vater von meiner Tochter, die ist 2,5 Jahre alt. Und als Michaela schwanger war, habe ich ihr gesagt, eigentlich wäre das, wenn ich davon würde mitarbeiten. Ich könnte ja jetzt voll hier sein, Daddy sein, dich unterstützen, weil ich habe ein passives Einkommen aufgebaut, also ich müsste nichts mehr machen. Und dann schaut sie mich an und sagt, nee, kommt gar nicht in Frage. Dann habe ich sie gefragt, ja, warum wäre ich dann unausstehlich? Sagt sie, nein, du hast einen Auftrag. Ja, du veränderst Menschenleben. Das hat mich extrem berührt, auch wenn es schwer wird manchmal und auch stressig wird, dann weiß ich, okay, ich verändere wirklich Menschenleben. Und wenn nach Hause gehen die Leute nach den Camps, dann passiert sehr viel. Wie läuft so ein Camp ab? Also ich habe da schon ein bisschen reingeschaut, ich habe da weinende Menschen, lachende Menschen gesehen, also sehr viel Emotion. Ja. Wie geht das? Also, was echt krass ist, die Leute fangen dann schon zu weinen, wenn sie ankommen. Wieso das denn? Ja, habe ich auch gefragt. Es sind einige Punkte. Und zwar, sie erlauben sich mal eine Woche wegzugehen. Sie gönnen sich mal eine Auszeit für sich, nur für sich, me first. Und viele High-Performer, die stammen sich hinab und vernachlässigen sich am meisten. Sie schauen, dass es allen anderen gut geht, Familie, und sie bauen sich ein eigenes Gefängnis. Also sie gönnen sich das mal, was sie sonst nicht gönnen würden. Dann mal durchatmen. Also sie kommen, da sehen sie eine Weitsicht, das Meer. Da sind sie ergriffen. Sie sagen, hey, wow. Da spüren sie, da passiert was. Die Leute sind schon Tage vorher angespannt, nervös, also freudig, nervös, hey, da passiert was. Und dann kommen sie dort an und sagen, diesmal durchatmen. Deshalb heißt das Camp auch Breathe, also mal durchatmen. Weil ich ertappe mich ja auch, viele Menschen haben einen flachen Atem statt einen tiefen Atem. Und dann ist mal ankommen. Einmal ankommen. Die Leute kennenlernen, da sind sie am Anfang etwas distanziert, etwas fremdelig. Und dann, wir kochen doch selber, wir kaufen frisch ein. Und das Konzept ist auch, die Leute auch selber kochen. Am Anfang ist es befremdlich, ja, weil ich bekoche. Ich sage, nee, weil es gehört, ist Teil vom Prozess, weil du kommst auf andere Gedanken, du hast andere Gespräche, du lernst auch gesund kochen. Wir haben heute keine Zeit, schnell. Und sie merken, was in deinem macht, wenn ich mal hinsetze und bewusst koche. Ist auch ein Flow-Zustand. Da denkst du nicht an eine E-Mail und das, da bist du wirklich hier. Und das ist auch Lebensqualität. Also sie lernen auch eine neue Lebensqualität zu schätzen. Sie entdecken auch eine neue Lebensqualität. Und dann haben wir morgen früh, 7:30, ist dann Morgenprogramm, Sport, Yoga, Dehnen, dann meditieren. Dann merken Sie, wenn ich so in den Tag rein starte, habe ich doch ganz andere Energie, da bin ich ganz anders eingestellt mit meinen Kunden, mit meinen Mitarbeitenden. Dann wird gefrühstückt, deine Gruppe duscht, dann wird gefrühstückt und nachher, nach dem Frühstück, die anderen, die geduscht haben, räumen auf, machen Abwasch, dann duschen, dann ist Workshop. Workshop dauert von 10 bis 17 Uhr, je nachdem, kann auch 16 Uhr sein, kann auch bis 18 Uhr sein, dann ist etwas Freizeit und dann noch Nachbearbeitung und dann wird zu Abend gekocht. Wir haben einen Grill, Holzkohlegrill, dann wird gegrillt und das wird echt cool, was dann aufgetischt wird. Dann kommen die Leute mit ihrem Rezept, hey, ich kann ja das und das machen. Und
und jeder Tag ist dann anders aufeinander aufgebaut. Und es geht darum, ich habe jetzt ein zweites Camp, das ich jetzt schon 14 Mal durchgeführt habe, das Breathe Camp. Da geht es um diese emotionale Führung, Selbstführung, meine emotionalen Blockaden erkennen, Glaubenssätze identifizieren, was will ich wirklich. Lustigerweise geht es dort um das Thema Big Five for Life oder am Kaffee am Rande der Welt, wenn Zeit zählt, wenn Zeit, Geld, Beziehung und Job keine Rolle spielen würde, was würde ich dann tun? Da kommt ja das, ja, geht nicht weit, bam, 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 bam. Und dann merken sie Gefängnis. Und das lösen wir dann auf. Und dann am letzten Tag tun sie ihr Leben neu designen, also das Live-Design. Aber es geht am Schluss um emotionale Führung, dass sie sie lernen dort mal Verbindung zu sich selbst aufzubauen. Sie lernen Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen. Hey, wie spüre ich den Namen zwischen den Zeilen? Das ist extrem krass, wenn die Leute merken, hey, woher weißt du das? Das ist Empathie, Führerin von Empathie, aber weiß gar nicht, wie Empathie sich anfühlt. Wie jeder sagt, ja, Liegestützen, ja, kann ich lesen, aber wenn ich keine gemacht habe, kann ich nicht fühlen, wie sich das anfühlt. Und dann lernen sie auch emotionale Grenzen erkennen, identifizieren und auch zu sprengen. Sie schaffen Emotionen zu wecken bei sich selbst und bei den anderen. Sie schaffen dadurch, auf neue Ideen zu kommen. Hey, ich wollte schon immer das und das machen, habe mir aber nicht erlaubt, weil pipapo. Und sie schaffen es auch dort, Menschen zu begeistern, ein Feuer zu entfachen. Und dann stehen so geile Ideen. Mit zum Beispiel der Adrian, der ist ITler gewesen, Projektmanagement für IT, für Gesundheitswesen. Und der ist Ultramarathonläufer. Und ich habe ihm schon vorher gesagt, hey, wieso tust du nicht das eine mit dem anderen verbinden? Höchstleistung, Ultra, Marathon. Das ist auch eine Mindset-Sache. Ja, das kann ja jeder. Und dort auf Mykonos ist bei ihm der Schalter umgefallen und gesagt, hey, ich will diese Camps machen, diese Any-Goal-Camps. Und jetzt hat er, ein halbes Jahr später, hat er sein Camp durchgeführt in Andermatt. Echt geil. Und dafür lebt er. Und das passiert genau diese Einzigartigkeit und diese Menschen begeistern. Da passiert genau dort diese Magie. Oder eine Anita, die dachte, ja, wer bin ich schon? Und dann hat sie gemerkt, wenn sie diese SDC-Fan und Queen-Fan, wenn sie diesen Rock'n'Roll-Feeling auslebt, diese Power, dann ist sie unaufhaltsam. Und dann hat sie ihre eigene Nische aufgebaut. Wir haben dann weitergearbeitet, Sachen Positionierung. Was macht sie einzigartig? Und dann seitdem hat sie Anfragen ohne Ende, hat Mitarbeiter eingestellt und hat dieses High Attractive Voltage Feeling. Geht sie raus, hey, willst du mit Starkstrom arbeiten oder willst du mit Schwachstrom? Was willst du? Und das strahlt sie aus. Und wenn ich sie sehe in den Calls, da strahlt sie. Sie ist einfach wow. Und da passieren mit Leuten, die gehen nach Hause, die ändern ihre Businessmodelle oder sie verdoppeln ihre Preise. Ich habe Leute, die haben ihren Umsatz verdoppelt innerhalb von einem Jahr. Also das ist wirklich krass, was dort passiert. Oder Beziehungen, die nicht funktioniert haben, die sind nach Hause und haben mit Tachles geredet, gesagt, hey, das und das kostet mich an. Dann haben sie wirklich was auf den Tisch gelegt und dann haben sie wirklich einen Fall vom letzten Jahr, da haben sie 3 Tage lang Tränen vergossen. Aber durch das es ausgesprochen wurde, haben sie auch Möglichkeit gehabt, mal das zu sagen, was sie emotional zurückhält. Und ihr Mann hat dann den Job gekündigt, super Job, und haben jetzt zusammen diesen Lebensplan, den sie schon mal hatten, umgesetzt. Echt geil, echt geil. Also das sind die Kindleute durch den Tal drehen, durch schwarze Löcher, wenn wir die Heldenreise anschauen und was dann passiert, ich habe jetzt Hühner, das ist wirklich geil. Und das meine ich, da verändern wir Leben. Das ist großartig. Also da die Camps, die machst du aber auch noch. Das wird es ja auch in nächster Zeit auch noch geben, oder? Genau, und da will ich noch 2, 3 Sachen noch ergänzen, das ist ganz wichtig. Und jetzt beim letzten Workshop, was ich mache, dann habe ich mich gefragt, das muss ich jetzt rausholen, im 18, der Eigentümer der Villas, der hat sie dann verkauft. Und dann musste ich eine neue Location suchen. Dadurch, dass er schon eine neue gebaut hat für sich, konnte ich zu ihm gehen, die neue. Er hat die 2 Jahre später wieder verkauft, also muss ich wieder schauen. Da habe ich aber gesagt, ich brauche was Eigenes.
Und der Zufall, wie das wollte, haben wir dann jemanden kennengelernt, der uns ein Grundstück gezeigt hat. Haben wir dann gekauft, meinen Bruder. Meine Partnerin, mein Bruder, was willst du da machen? Keine Ahnung, aber wir werden ein eigenes Center haben, ein Retreat haben. Da habe ich das gekauft, finanziert. Und jetzt planen wir, warten wir auf die Baubewilligung. Das Ziel wäre gewesen, dieses Jahr zu eröffnen. Und wir werden aber nächstes Jahr, wenn es jetzt gut kommt, werden wir nächstes Jahr eröffnen. Und da wollten wir 16 Bungalows haben. Also wir haben 8.500 Quadratmeter Grundstück gekauft, damit wir 16 Bungalows, 16 bis 20 Bungalows aufbauen können. Und die Idee ist nicht, dass wir dort die Retreats haben, sondern dass auch andere Leute eine Woche mit ihren Kunden oder mit den Firmen, was auch immer, dort Camps machen. Also die Idee wäre, einen Ort zu schaffen, wo Menschenleben verändert werden, positiv, dass wir dort die Welt irgendwie verbessern können. Das ist so unser Leuchtturmprojekt, dass wir einen Unterschied bewirken. Gut zu wissen, da müssen wir noch drüber sprechen. Genau. Das ist für unser Berufungszentrum könnte das noch sehr spannend sein. Next. Sehr schön. Und letztes Jahr, jetzt komme ich zum zweiten Camp, letztes Jahr habe ich mich dann gefragt, was ist wirklich mein Game? Wo bin ich saugut? Wo kommt jemand an mir vorbei? Und da habe ich gemerkt, Sachen, Emotionen bin ich saugut, aber gibt es andere, die auch gut sind. Und was ist, wo ist mein roter Faden in meinem Leben? Da habe ich gemerkt, ich war immer Nummer eins, immer. Mit 16 meinen Kassetten, den Konzerten. Mit als DJ war ich Top 3 in der Schweiz. In unserer Region war ich Nummer 1 im Genre 70s, 80s. Mit unserer Eventagentur waren wir Nummer 1. Egal, was ich gemacht habe, war ich immer Nummer 1. Und dann hat mein Coach mich 2 Jahre zuvor gefragt, was kannst du saugut? Ich habe das innerlich gespürt, aber ich habe nicht getraut zu sagen, ich kann Nummer 1. Und dann musste ich mir das vorausprüfen. Ich kann Nummer 1. Bam. Das stimmt. Und mit das zuzugestehen, sind wir beim Thema Berufung. Das, was ich spüre, auch auszusprechen, das braucht auch Überwindung. Und dann im Herbst habe ich gesagt, was ist mein Game? Ich kann Marketing, ich kann Nummer 1. Und dann habe ich mein Leistungsversprechen gesagt, ich helfe dir, wie du Nummer 1 deiner Nische wirst. Und ich kann 1.000 Kunden haben, ich kann 1.000 Nischen definieren. Auch wenn 10 Personal Trainer im Sport, kann ich 10 Nischen definieren. Easy Game. Und ja, das hat sich dann verändert und jetzt mache ich eben, ich helfe den Leuten via Emotionen, wie sie ihr Business emotionalisieren, ihr Angebot emotionalisieren, dass sie sich souverän fühlen, selbstsicher fühlen. Also emotionale Souveränität heißt, ich fühle mich selbstsicher, wie Apple sagt, hey, wir Apple sind tun. Ich, Christoph, bin, tue, kann. Bam. Und das ist sehr, sehr anziehend. Und weil viele haben Selbstzweifel, hey, kann ich das, kann ja jeder und so fort. Kennst du sicher auch bei deinen Kunden. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache diese digitale Workshops, Bootcamps und ich mache es jetzt neu auch einmal in eine Woche live auf Mykonos. Also ich habe das Briefcamp und neu das Business Bootcamp, wo es dann geht, wie schaffe ich Nummer 1 in meiner Nische zu werden, wie schaffst du dich emotional zu positionieren als Nummer 1 mit deiner Vision, Mission, dein Why, dein Haus, wie kannst du geile Angebote erstellen, wer ist dein Wunschkunde, dass du nicht nur die demografischen Merkmale hast, sondern auch die psychografischen, die emotionalen Merkmale. Und dann bist du hoch connected mit deinen Wunschkunden und dann holst du dich viel, viel einfacher ab. Und das machen wir jetzt neu ab Herbst im Mykonos. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Das ist sehr spannend. Ich glaube, da gibt es viel zu tun, viel zu machen. Absolut. Ich glaube, das wird, lohnt sich dann auch mit dir, sich in Kontakt zu setzen. Und da kommen wir später noch dazu. Gibt es ein paar vielleicht auch Tipps von deiner Seite oder Erkenntnisse, auch was Karriere anbelangt? Du bist ja auch so einem Flow gewesen, aus einem Elternhaus, eben da, wo man gesagt hat, du musst jetzt was Gescheites lernen und was Gescheites studieren, hast dich da emotional auch gelöst ein Stück weit. Gibt es Tipps, wo du da uns geben kannst bezüglich Karriere aus deiner Sicht? Was mir geholfen hat, ist, es hat mich immer etwas gerufen und diesem Ruf zu folgen. Und da kommen so Einwände, ja, das kann ja jeder, oder bist du so gut, aber wenn die innere Stimme was sagt, so ruft, folge ihr. Wenn da auch eine Angst dazwischen ist, dahinter ist, also eine Gegenstimme, dann schaut es recht drauf, weil da steckt die Wahrheit. Die Wahrheit bei mir war immer Angst zu versagen. Was sagen die Leute? Das war für mich so eine sehr wichtige Erkenntnis. Was für mich auch wichtig war, zu erkennen, redet mein Ego oder meine innere Stimme? Also will mein Ego wegen Geld,
Also immer, wenn ich etwas gegen Geld gemacht habe, habe ich immer draufgelegt. Also wenn mein Ego gesagt hat, mach das, dann ist eine gute Gelegenheit, du verdienst da Geld, habe ich immer draufgelegt. Also redet mein Ego, Bedürfnis nach Geltungsdrang, oder ist meine innere Stimme, sagt, hey, George, mach das, weil du wächst daran. Oder das ist genau das, was du möchtest. Oder das ist ein Zwischenweg, ein Zwischenstopp für die nächste Etappe. Das ist ganz, ganz wichtig, seiner innere Stimme einen Raum zu geben. Extrem wichtig. Und was mir auch als Tipp, es ist nichts anderes als Komfortzone verlassen. Ich bin immer außerhalb der Komfortzone gewachsen. Komfortzone verlassen heißt, bekannten Rahmen, wo ich mich safe fühle, aber etwas Neues, wo ich merke, hey, das bin ich noch, habe ich noch keine Ahnung, hat mir geholfen, weil ich habe dann eine andere Sichtweise reingebracht. Und reinzuwachsen, ich war im Flow, ich habe gelernt, ich war lebendig, habe mich lebendig gefühlt und das war schon geil. War aber auch anstrengend, immer das Neue zu jagen. Ja. Sehr, sehr schön, wunderbar. Du hast ja auch von der Berufung schon kurz gesprochen. Wie würdest du deine Berufung, deine Bestimmung, deinen Ruf beschreiben wollen? Am Schluss bin ich überzeugt, am Ende des Lebens geht es um zwei Sachen. Was habe ich hinterlassen? Und habe ich Dinge versäumt zu machen, dass ich bereue? Und nicht, weil ich keine Lust hatte, sondern weil ich vielleicht aus Feigheit es nicht gemacht habe. Das sind für mich zwei Paar Schuhe. Also Beispiel Machu Picchu, nett, aber ich glaube, ich würde das nicht bereuen, weil ich keine Lust hatte. Aber wenn ich etwas aus falscher Rücksicht, wegen anderen, Familie, Kinder, Eltern, Mitarbeiter, was auch immer, das nicht gemacht habe, dann wäre es eher als Feigheit, habe ich es nicht gemacht. Und das würde bei mir einen Schmerz auslösen. Aber am Schluss ist die Frage, was hinterlasse ich? Ist etwas hochgegriffen, hätte ich vor 10 Jahren gesagt, ja, okay. Aber wenn ich so zurückdenke, wir haben auch, ja, Leute haben sich kennengelernt bei unseren Partys, sind verheiratet, haben Kinder zusammen, heute noch zusammen. Also wir haben schon etwas bewegt, auch mit meinen Coachings. Und ja, wenn ich so überlege, was wäre schon cool, wenn jetzt der Staat Griechenland kommen würde und sagen, hey, mit eurem Retreat Center habt ihr diese griechische Gastfreundschaft rausgetragen, ihr habt eine Kultur geschaffen, um die Welt zu verbessern und sie ein Wort verleihen würden, wäre schon geil. Legacy, und zum Schluss geht es Vermächtnis. Und Selbstverwirklichung am Schluss. Habe ich mich selbst verwirklicht. Okay. Gibt es auch irgendwelche Apps oder Programme, Internetressourcen, wo du sagst, die finde ich noch interessant, nutzt die auch und kann dir weiterempfehlen? Wo ich sehr, sehr glücklich bin, ist, ich hatte immer so Rechtschreibfehler, also nicht Schreiben, sondern Fallfehler. Und es gibt dieses Tool, Language Tool, genau, die korrigiert gleich, also sie korrigiert, sie zeigen gleich an, du das und das ist nicht richtig oder an der Satzstellung finde ich super, bin ich froh. Und dann nutze ich auch Notion, um meine Beiträge auf LinkedIn zu speichern oder meine Reflexionen, Tagesreflexionen sind da gespeichert oder auch meine Programme sind darauf gespeichert, meine Checklisten oder wenn ich die Programme, also die Workshops habe, weiß ich, okay, Tag 1 mache ich das, Tag 2 mache ich das, das sind die Inhalte, also wie ein Drehbuch, da bin ich schon sehr froh. Oder wenn ich etwas recherchiere, kann ich ein Plugin draufklicken, da wird die Seite gespeichert. Das ist schon sehr hilfreich. Okay, sehr gut. Und gibt es auch Bücher, die du empfehlen kannst? Es gibt einige Bücher. Ein Buch, das mich extrem geprägt war, da war ich 23, war Der Alchemist von Paulo Coelho. Also das hat, war für mich ein Game Changer. Das ist Lebensweisheiten pur. Und kannst du durchziehen fürs Business, fürs Private und dieses eine Buch. Da gibt es, also ich habe 2000 Bücher zu Hause. Alle sehr wertvoll, aber das war für mich so das Buch der Bücher. Natürlich gibt es auch Big Five for Life, die Klassiker Big Five for Life, Kaffee am Rande der Welt, wo es auch um Lebensschule geht. Und ja,
dies oder Ikigai, wie du deinen Ikigai findest, geht es um deine Berufung, dein Beruf oder deine Mission. Das sind auch schon, aber das von Paolo, das hat mich abgeholt. Sehr schön. Wenn man jetzt mit dir Kontakt aufnehmen kann, kann man sicher auch deinen Stay True Podcast hören. Ja. Und wahrscheinlich dann auch direkt auf LinkedIn Kontakt aufnehmen. Genau, das ist am einfachsten. Oder auf der Webseite. Und die Webseite lautet? georgeantoniadis.com. George, vielen, vielen herzlichen Dank für das ganz tolle Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und vielleicht bis bald. Danke dir für die Einladung, hat mich gefreut. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.